Der folgende Fall geschah im Jahr 2000 und gilt bis heute als einer der mysteriösesten Kriminalfälle der japanischen Geschichte. Am Morgen des 31.12.2000 versucht die Großmutter Haruko, ihre Tochter, die 41-jährige Yasuko anzurufen, die mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern im Haus direkt nebenan wohnt. Dass Yasuko um diese Zeit nicht ans Telefon geht, ist ungewöhnlich. Haruko geht nach nebenan, aber auch nach mehrfachem Klingeln öffnet keiner die Tür, was sie dazu bewegt, mit ihrem Zweitschlüssel die Haustür zu öffnen. Was sie im Haus vorfindet, ist kaum zu beschreiben. Bitte liked das Video und abonniert den Kanal für noch mehr Kriminalfälle. Die Familie Miyazawa wohnt im Bezirk Setagaya in Tokio. Der Vater Mikio ist 44 und arbeitet für ein Marketingunternehmen. Yasuko ist Nachhilfelehrerin. Die beiden haben zwei Kinder, die 8-jährige Nina und den 6-jährigen Rei. Ihr Haus grenzt direkt an den Soshigaya-Park. Da der Soshigaya-Park erweitert werden soll, haben bereits fast alle Nachbarn ihre Häuser an die Stadt verkauft und sind weggezogen. Als die Miyazawas 1990 in die Nachbarschaft kommen, gibt es rund 30 Häuser. Zum Zeitpunkt der Tat sind es nur noch 4. Das Haus der Miyazawas, das Haus direkt nebenan, in dem Yasukos Schwester Ann mit ihrem Sohn und ihrem Mann, sowie Ira und Yasukos Mutter Haruko wohnt, sowie zwei Häuser direkt gegenüber. Mikios Mutter Setsuko lebt mit ihrem Mann in Saitama, besucht die Familien aber jede Woche etwa zweimal, um mit der Betreuung der Kinder zu helfen, während beide Eltern arbeiten. Yasukos Schwesters Mann ist oft beruflich im Ausland, so auch am Tag der Tat. Auch die Miyazawas haben den Verkauf ihrer Häuser aufgrund der Parkerweiterung bereits zugesagt und wollen in wenigen Wochen umziehen. Die 4 noch verbliebenen Häuser sind also zur Tatzeit relativ isoliert. Nachdem Yasukos Mutter Haruko die Haustür mit ihrem Zweitschlüssel öffnet, findet sie die Leiche ihres Schwiegersohnes Mikio. Er liegt am Fuß der Treppe, ist mit Stichwunden an Kopf, Gesäß und den Oberschenkeln übersät und mit einer Schublade bedeckt. Doch das ist nur der Beginn des Albtraums. Im ersten Stock, direkt oberhalb der Treppe, findet sie die Leichen ihrer Tochter Yasuko und der 8-jährigen Enkelin Nina, auch mit Stichwunden, vor allem im Kopf-, Hals- und Gesichtsbereich. Yasukos Körper und Gesicht sind komplett mit Kleidern bedeckt. Nina liegt, auch mit Kleidung bedeckt, mit dem Gesicht nach unten. Der 6-jährige Sohn Rei wird tot in seinem Bett gefunden. Im Gegensatz zu den anderen wird er nicht erstochen, sondern erwürgt. Sein Körper liegt auch mit dem Gesicht nach unten und ist mit einem Futon bedeckt. Da Yasuko sowie die Tochter am schlimmsten zugerichtet sind und Stichverletzungen im Brust- und Gesichtsbereich aufweisen, lautet eine der ersten Theorien, der Täter wäre frauenfeindlich gewesen. Wie die Obduktion der Leichen ergibt, ist der Todeszeitpunkt zwischen 11 und halb 12 Uhr am Vorabend. Am Tag der Tat gegen 18 Uhr wird die ganze Familie noch zusammen beim Einkaufen gesehen. Ab 18.30 Uhr steht ihr Auto wieder vor der Garage. Gegen 19 Uhr telefoniert Yasuko noch mit ihrer Mutter im Haus nebenan, während ihre Tochter Nina zeitgleich dort zu Besuch ist. Gegen 20.30 Uhr hört ein Nachbar Geräusche aus der Gegensprechanlage der Miyazawas, geht der Sache aber nicht weiter nach. Gegen 22.30 Uhr hört der Nachbar einen Mann und eine Frau im Haus der Miyazawas streiten, wahrscheinlich Mikio und Yasuko. Um 23.30 Uhr hören Haruka und Ann mehrere laute, dumpfe Schläge aus dem Haus der Miyazawas, als würde jemand eine Treppe hinunterfallen. Sie denken sich aber nichts weiter dabei, da sie sonst nichts hören. Ann geht an diesem Abend um kurz nach eins zu Bett. Die herbeigerufene Polizei rekonstruiert folgenden Tathergang. Der Täter verschafft sich offenbar Zugang zum Haus, indem er durch das Fenster des Badezimmers im ersten Stock einsteigt. Zumindest gibt es in dem Park, der direkt an die Rückseite des Hauses der Miyazawas grenzt,
einen Baum, Büsche sowie einen Zaun, die das Einsteigen durch dieses Fenster möglich gemacht haben könnten. Das Fenster ist auf jeden Fall geöffnet, im Gegensatz zur Haustür, die von innen verschlossen ist, was bedeutet, dass der Täter das Haus später auch wieder durch das Badezimmerfenster verlassen hat. Zuerst soll der Täter ins Kinderzimmer gegangen sein, das im ersten Stock ist, wo er den 6-jährigen Ray in seinem Bett erwürgt. Danach geht er die Treppe zum Erdgeschoss runter, wo der Vater Mikio noch am PC beschäftigt ist. Er sticht ihn mit einem Sashimi-Messer nieder. Mikio wehrt sich heftig. Die blutigen Fußspuren gehen durch den ganzen Raum. Mikio könnte versucht haben, die Treppe hinaufzurennen. Am Fuß der Treppe wird er überwältigt und erstochen. Fragmente des Sashimi-Messers werden bei der Autopsie im Schädelknochen von Mikio gefunden. Die Fragmente lassen darauf schließen, dass das Messer bei der Tat schwer beschädigt wird. Nach dem Mord an Mikio begibt sich der Täter ins Dachgeschoss, wo die Mutter Yasuko und die 8-jährige Nina entweder schlafen oder noch fernsehen. Nina teilt sich eigentlich ein Hochbett mit ihrem Bruder Ray im Kinderzimmer. Da sie aber erkältet ist, schläft sie in dieser Nacht bei ihrer Mutter auf dem Dachboden. Der Täter greift die beiden mit dem Sashimi-Messer im Bett an, was durch Blutspuren auf dem Futon bestätigt wird. Anscheinend ist das Messer aber zu schwer beschädigt, um seinen Zweck zu erfüllen. Laut den Ermittlungen muss bei dem Angriff auf Yasuko und Nina wohl die ganze Klinge des Messers abgebrochen sein. Der Täter lässt seine schwer verletzten Opfer auf dem Dachboden und organisiert sich ein Küchenmesser aus dem Haushalt der Miyasawas. In dieser Zeit versucht Yasuko, sich und ihre Tochter mit einem Erste-Hilfe-Koffer notdürftig zu versorgen. Sie presst ein Handtuch auf die blutenden Wunden der Tochter und trägt sie die Leiter zum ersten Stock hinunter. Hier treffen sie wieder auf den Täter, der sie daraufhin mit dem Küchenmesser tötet, und zwar extrem brutal. Neben Stichwunden am Kopf, Hals und Rücken ist der Brustbereich aufwärts bis zum Hals fast komplett aufgeschnitten. Nach den Taten durchwühlt der Täter das ganze Haus der Miyasawas. Im Wohnzimmer werden Dokumente und Briefe gefunden, die der Täter offenbar durchgesehen und sortiert hat. Mehrere Bank- und Kreditkarten liegen aufgereiht auf dem Tisch. Der Inhalt von Schränken und Schubladen wird vom Täter durchwühlt. Manche Schubladen kippt er direkt in der Badewanne aus. Andere Gegenstände sowie den kompletten Inhalt von Yasukos Handtaschen, Mikios Brieftasche und mehrere Haustürschlüssel wirft er in die Toilette, die er übrigens vorher benutzt hat. Während der Tat zieht er sich offenbar eine Verletzung an der Hand zu. Dies passiert höchstwahrscheinlich, als er Yasuko und Nina gemeinsam auf dem Dachboden angreift. Die Blutung stillt er mit einem Handtuch, welches auch in der Toilette landet. Danach nutzt er wohl einige Damenbinden, um sie anstelle eines Verbandes zu benutzen, da er nichts Besseres findet. Er hat nicht nur das ganze Haus durchwühlt, sondern trinkt nach der Tat noch Tee und nimmt 4 Becher Eis aus dem Gefrierfach. Mit diesen kühlt er wahrscheinlich seine Wunde und trinkt die Becher mit geschmolzenem Eis zum Teil leer. In mindestens einem der Eisbecher finden sich Reste vom Blut des Täters. Wie ihr merkt, hat der Täter also im ganzen Haus reichlich DNA und andere Spuren verteilt. Außerdem setzt er sich nachts um 1.18 Uhr an den Computer, wie später von den Ermittlern nach Auswertung des PCs festgestellt wird, und sucht auf einer von Mikio gespeicherten Website nach Theaterkarten und erstellt einen neuen Ordner. Irgendwann zwischen diesem Zeitpunkt und 10 Uhr am nächsten Morgen verlässt er das Haus der Miyasawas. Laut Ermittlungen schläft er zuvor eine Weile auf dem Sofa im Wohnzimmer. Bevor er geht, schneidet er noch die Telefonkabel durch. Es gilt viele Jahre lang als gesicherte Theorie, dass der Täter sich bis 10 Uhr am nächsten Morgen im Haus aufgehalten hat, da zu dieser Zeit ein weiteres Login am Computer festgestellt wird. Diese Theorie entkräftet aber die Polizei im Jahr 2014, als sie öffentlich erklärt, das Login ins Internet am nächsten Morgen wäre wohl dadurch verursacht worden, dass die Computermaus vom Tisch fiel, wohl versehentlich, als die Großmutter die Szene entdeckte. Der Täter hat eine Menge blutiger Schuhabdrücke im Haus hinterlassen,
zum Beispiel auf der Treppe vom Erdgeschoss zum ersten Stock. Allerdings nur treppaufwärts. Die meisten der Fußabdrücke befinden sich aber im Wohnzimmer. Was daran liegen könnte, dass dort die großen Schränke stehen, die er aufwendig durchsucht. An den Fußabdrücken fällt außerdem auf, dass er seitwärts und mit dem Rücken zur Wand die Treppe hochgelaufen ist. Vielleicht tut er dies, um in Deckung zu bleiben, da ja nach dem Mord an Mikio dessen Frau und Tochter noch lebendig im Dachgeschoss sind und er mit ihrem Auftauchen rechnen muss. Yasuko und ihre Tochter schlafen möglicherweise bereits, als der Täter sie überrascht. Falls Yasuko noch wach ist und fernsieht, könnte es sein, dass sie denkt, es ist ihr Mann Mikio, der die Treppe und dann die Dachbodenleiter heraufkommt. Und rechnet deswegen nicht mit einem Angriff. Der Täter hinterlässt jede Menge persönlicher Dinge im Haus. Und zwar eine Gürteltasche, ein Shirt, eine Jacke, einen Hut, einen Schal und ein paar Handschuhe, sowie zwei schwarze Taschentücher. Alles ordentlich gefaltet auf der Wohnzimmercouch. Er lässt seine Kleidung wahrscheinlich zurück, weil sie voll Blut ist. Aber hat er die Tat so genau geplant, dass er Kleidung zum Wechseln dabei hatte? Oder hat er danach Kleidung von Mikio angezogen? Vielleicht, denn zumindest ein Sweatshirt von Mikio mit der Aufschrift Dive ist nach der Tat verschwunden. Es gibt weitere Details zu der vom Täter zurückgelassenen Kleidung. Die Gürteltasche ist aus einem Sortiment, das in Südkorea produziert und in Japan zwischen 1995 und 2000 verkauft wird. Sie ist ziemlich abgetragen und die Ermittler weisen an ihr Spuren von Textmarkern nach. Außerdem enthält die Tasche Reste von Sand, der den Untersuchungen zufolge aus dem südamerikanischen Raum stammen soll. An der Tasche finden sich zudem Haare des Täters. Das Sweatshirt ist aus der Kollektion einer Ladenkette und wurde laut deren Angaben in ganz Japan nur 130 Mal verkauft, direkt in Tokio sogar nur 10 Mal. Leider kann die Polizei nur 12 der 130 Käufer ermitteln, von denen keiner etwas mit der Tat zu tun hat. Die schwarze Jacke der Marke Uniqlo wird ab dem Jahr 2000 verkauft. Der Schal wurde wahrscheinlich als Preis in einer Spielhalle ausgegeben. Die beiden schwarzen Taschentücher bekommen zunächst mehr Aufmerksamkeit als die anderen Artikel. Eins hat ein Loch in der Mitte und wurde vom Täter wohl benutzt, um den Griff des Sashimi-Messers einzuwickeln, um besseren Halt zu haben. Die Ermittler erkennen eine Technik chinesischer Fischer, die ihre Messer auch so einwickeln, um ihren Fang zu säubern. Das andere Tuch ist zu einem Dreieck gefaltet und an den Enden verengt. Es wurde möglicherweise vom Täter als Gesichtsmaske getragen. Entgegen vieler anderer Berichte lässt der Täter seine Slazenger-Turnschuhe nicht im Haus zurück. Das Modell sowie die Größe können anhand der blutigen Abdrücke, die er überall hinterlassen hat, ermittelt werden. Die Slazenger-Turnschuhe stammen wie die Gürteltasche aus südkoreanischer Produktion, werden aber im Gegensatz zur Tasche auch nur dort verkauft. Zumindest in der vom Täter getragenen Größe. Die Kleider riechen nach dem französischen Parfüm Drakkar Noir. Dieses Parfüm sowie alle zurückgelassenen Kleidungsstücke mit Ausnahme des Schals und der Turnschuhe konnten damals in Geschäften entlang der Keio-Bahnlinie, die in der Nähe des Hauses der Miyasawas eine Haltestelle hat, gekauft werden. Die Polizei mutmaßt, dass der Täter regelmäßig mit der Bahn gefahren ist und auch selbst in direkter Nähe der Keo-Line wohnen könnte. Am Nachmittag des 31.12., nachdem die Tat im Haus der Miyasawas entdeckt wird, fällt ein Mann in einem Zug Richtung Bahnhof Tobu-Niku auf. Er hat eine schwere Handverletzung, die so tief ist, dass man den Knochen sehen kann. Der Mann wird am Bahnhof Tobu-Niku provisorisch behandelt, lehnt es aber ab, sich in ein Krankenhaus bringen zu lassen. Leider wird die Identität dieses Mannes nicht festgehalten und er kann später nicht mehr ermittelt werden. Natürlich wird auch das DNA-Material, das am Tatort gefunden wird, ausgewertet. Aber bis heute hat sich kein passendes Match gefunden, obwohl die DNA mit über 6 Millionen Proben und die Fingerabdrücke des Täters mit über 50 Millionen Fingerabdrücken verglichen worden sind. Es ergeben sich bei der Analyse der DNA keine Spuren von Drogen- oder Medikamentenkonsum. Der Täter war nicht Raucher. Anhand der DNA kann festgestellt werden,
dass er die Blutgruppe A hat und seine Verwandten mütterlicherseits mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus dem südeuropäischen Mittelmeerraum stammen. Sein Vater stammt aus dem ostasiatischen Raum, vermutlich aus China, Japan oder Korea. Nach dieser Erkenntnis fragt Japan in Südkorea an, ob sie sich an den Ermittlungen beteiligen können, was von der südkoreanischen Regierung jedoch abgelehnt wird. Aufgrund des wahrscheinlichen Einbruchs durch das Fenster im ersten Stock schätzt die Polizei den Täter als sportlichen Mann zwischen 15 und 35 Jahren. Anhand der Größen der zurückgelassenen Kleidung sowie der Einstellung der Gürteltasche soll er etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Die Haare, die an den zurückgelassenen Kleidungsstücken und der Gürteltasche gefunden werden, sind dunkelbraun bis schwarz und kurz. Nach der Erkenntnis, dass Textmarkerspuren auf der Gürteltasche sind, ändert die Polizei das vermutliche Alter des Täters auf etwa 15 bis 25 Jahre, da Textmarker ja bei Schülern extrem beliebt seien. Im weiteren Verlauf gibt es Zweifel, ob der Täter wirklich durch das kleine Badezimmerfenster eingestiegen sein kann. Eine erwachsene Person würde zwar durch das Fenster passen, aber es gibt am gesamten Fensterrahmen keine Faserspuren von Bekleidung oder andere Hinweise auf den Einstieg einer Person. Wenn man mal davon absieht, dass das Fliegengitter entfernt wurde und im Badezimmer lag. Außerdem werden an dem Baum bzw. den Büschen im Park abgeknickte Äste gefunden, die die Polizei auf den Einbruch zurückführt. Auch ein Fußabdruck, der zu einem Schlesinger-Turnschuh passen könnte, wird unterhalb des Fensters gefunden. Falls der Täter nicht durch dieses Fenster kam, muss Mikio ihn persönlich reingelassen haben, was wiederum dafür sprechen würde, dass sie sich kannten. Dagegen spricht aber, dass der Täter seine Schuhe anbehielt. Wäre er freiwillig reingelassen worden, hätte man von ihm erwartet, seine Schuhe auszuziehen und an der Haustür zu lassen, wie es in Japan üblich ist. Außer er hätte sofort, nachdem er reingekommen ist, angegriffen. Unterstützer der Theorie, dass der Täter freiwillig ins Haus gelassen wurde, führen oft als Beweis an, dass die blutigen Fußabdrücke auf der Treppe nur nach oben führen. Auch wenn die Theorie, dass der Täter die Opfer kannte, aus anderen Gründen Sinn ergibt, sind die Fußspuren kein Beweis dafür. Im Fall, dass der Täter durchs Fenster kam und zuerst den Sohn erwürgte, hätte er beim Hinabgehen ins Erdgeschoss auch noch kein Blut an den Schuhen gehabt. Nachdem er Mikio im Erdgeschoss tötet, geht er wieder hinauf und verursacht dabei die blutigen Fußabdrücke. Die Fußspuren würden bei beiden Theorien also nur nach oben führen. Egal, ob der Täter von Mikio unten hereingelassen wird und er ihn zuerst tötet, oder ob er nach dem Einstieg durchs Fenster den Sohn zuerst erwürgt, dann nach unten geht, Mikio tötet und beim Wiederhinaufgehen die Spuren verursacht. Außerdem ist der Täter ja in jedem Fall nach den Taten nochmal ins Erdgeschoss gegangen, um sich etwas am Computer anzusehen. Dabei hätte er auch Fußspuren nach unten hinterlassen müssen. Außer er hat seine Schuhe nach den Morden und dem Durchwühlen des Obergeschosses, wobei er seine Spuren im ganzen Wohnzimmer verteilt, einfach ausgezogen. Es gibt sogar die Angabe, der Täter hätte ein paar Pantoffeln der Opfer getragen. Insofern sagen die Blutspuren, die nur nach oben gehen, nichts über seinen Eintrittsort ins Haus aus. Selbst wenn der Täter die Opfer kannte, heißt das noch nicht, dass er auch zur Haustür hereinkam. Auch ein Bekannter hätte natürlich durchs Fenster einbrechen können. Zwar hat ein Nachbar ausgesagt, am Abend der Morde einmal die Gegensprechanlage der Miyazawas gehört zu haben. Yaskos Schwester Ann, die im Haus nebenan war, kann dies aber nicht bestätigen und sagt darüber hinaus, dass das Licht des Bewegungssensors vor dem Haus an diesem Abend nicht einmal angegangen wäre. Ann will eigentlich bereits 3 Jahre zuvor ihr Haus verkaufen, nachdem bekannt wird, dass der Soshigaya-Park vergrößert werden soll. Yasuko überredet sie aber dazu, bis zum letzten möglichen Moment zu warten, da sie die Gegend schön findet und ihre Kinder nicht aus der gewohnten Umgebung herausreißen möchte. So werden die beiden Häuser der Miyazawas 2 der 4 letzten Häuser in der Gegend. Im Nachhinein bereut es Yaskos Schwester natürlich sehr, nicht auf einen früheren Umzug gedrängt zu haben. Aber da sie sich 3 Jahre zuvor sowieso dauerhaft mit ihrer Familie wegen des Jobs ihres Mannes in Großbritannien aufhält,
ist ihr ein späterer Verkauf des Hauses auch recht. Ihre Familie kehrt im Frühjahr 2000 in ihr Haus in Setagaya zurück. Außer den lauten Schlägen um 23.30 Uhr hat Ann keine Geräusche gehört, was verwunderlich ist, da die beiden Häuser ja Wand an Wand stehen. Da die beiden Häuser zusammenhängen, will Mikio bereits einige Jahre zuvor eine Schalldämmung einbauen lassen, womit Ann einverstanden ist. Ob diese Schalldämmung tatsächlich eingebaut wurde oder ob es nur zwischen den beiden im Gespräch war, wird nicht ganz deutlich. Das Vorhandensein der Schalldämmung könnte zumindest erklären, dass im Nebenhaus keiner etwas mitbekam. Viele Leute wundern sich, dass die Miyazawas den Täter nicht selbst gehört haben, als er zum Badezimmerfenster eingestiegen ist. Daraus resultiert die gruselige Theorie, der Täter könnte bereits gegen 18 Uhr ins Haus eingebrochen sein, als die Miyazawas im Supermarkt waren, und hätte sich dann bis zur Tat im Haus versteckt. Das wäre natürlich möglich, allerdings, wenn man sich nochmal den Grundriss des Hauses anschaut, sieht man, dass es relativ wenige Optionen für den Täter gegeben hätte, sich zu verstecken. Die einzige Möglichkeit, wo er vielleicht nicht entdeckt worden wäre, wäre der Lagerraum im Erdgeschoss. Alle anderen Räume wurden mit Sicherheit zwischen dem Supermarktbesuch und dem Zubettgehen von den Familienmitgliedern genutzt. Auch in dem Lagerraum hätte er jeden Moment mit seiner Entdeckung rechnen müssen, aber es bleibt eine Möglichkeit. Die Tatsache, dass der Täter das ganze Haus durchwühlt hat, Schubladen ausgekippt sowie Briefe der Opfer angesehen und sortiert hat, sprechen eher dafür, dass der Täter etwas Bestimmtes gesucht hat, was auch wiederum darauf hindeuten könnte, dass Täter und Opfer sich kannten. Ein weiterer Hinweis darauf wäre, dass der Täter die Leichen abgedeckt bzw. mit dem Gesicht nach unten platziert hat. Falls er das Haus durchwühlt hat, weil er tatsächlich etwas Bestimmtes sucht, stellt sich natürlich die Frage, was das gewesen sein könnte. Aus dem Haus wurde außer ein wenig Bargeld nichts weiter gestohlen. Deswegen kann man einen Raubmord ausschließen und davon ausgehen, dass er wirklich auf der Suche nach einer konkreten Sache war. Falls er diese wirklich gefunden und mitgenommen hat, wusste Jaskos Mutter wahrscheinlich nichts davon, da sie wie gesagt nichts als gestohlen meldete. Nach was könnte er gesucht haben? Natürlich ist das nur eine mögliche Theorie und es gibt viele weitere. Für einen fremden Täter wäre es auf jeden Fall ein Risiko, in ein unbekanntes Haus einzusteigen, in dem vermutlich eine Familie wohnt. Er hätte in dem Fall nicht vorher wissen können, mit wie vielen Personen er es aufnehmen muss, und hätte damit rechnen müssen, auf zwei Erwachsene in einem Raum zu treffen, was den Angriff sicher erschwert hätte. Falls der Täter die Miyazawas aber kannte, könnte er gewusst haben, dass Mikio abends öfter noch alleine unten arbeitet, was ihm die Möglichkeit bietet, beide Eltern getrennt voneinander zu überwältigen. Außerdem merkt Jaskos Mutter Haruko an, dass die Familie etwa ein Jahr vor der Tat ein zweites Türschloss sowie eine Kette installieren ließ, was in der als sicher geltenden Gegend eher ungewöhnlich ist. Der Soshigaya Park ist ein Platz, der zur Zeit der Morde gerne von Skatern aufgesucht wird. Eine der ersten Theorien der Polizei ist es, dass einer der Skater, die zuvor von Mikio wegen Lärmbelästigung oder Skaten auf dem Kinderspielplatz zurechtgewiesen wurde, für den Mord verantwortlich sein könnte. Mikio hat wohl öfter Diskussionen mit Skatern im Park wegen solcher Dinge. Intensive Ermittlungen und Befragungen in dieser Richtung ergeben aber keine Spur. In einigen Online-Foren hält sich die Theorie, Jasko hätte ein Verhältnis gehabt und der Mann hätte gefordert, dass sie sich von Mikio trennt. Da Jasko dies nicht möchte, nimmt der Täter Rache an ihrer gesamten Familie. Danach durchwühlt der Täter das ganze Haus, um Fotos von sich und Jasko zu finden und mitzunehmen. Natürlich gibt es keine Hinweise auf einen solchen Sachverhalt, aber ein Verhältnis hat man ja auch in der Regel heimlich. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Jasko gestalkt wurde. Der Täter könnte die Familie schon eine ganze Weile lang beobachtet haben und ihnen auch Nachrichten oder Drohbriefe geschickt haben. Das könnte die Miyazawas veranlasst haben, das neue Schloss und die Türkette anzubringen. Die Großmütter Haruko und Setsuko wundern sich beide über die neue Schließvorrichtung, aber keine fragt nach den genauen Gründen. Für eine solche Theorie könnte auch sprechen,
dass der Täter wohl keine weiteren Verbrechen verübt hat, sonst wäre seine DNA aufgefallen. Das würde heißen, er hatte es speziell auf die Miyazawas abgesehen. In 3 Supermärkten in der Umgebung wird am Tag der Tat bzw. am Tag davor jeweils 1 Sashimi-Messer verkauft. Nach den Beschreibungen eines Mitarbeiters einer der Märkte wird eine Phantomzeichnung eines Mannes um die 30 in dunklem Pullover erstellt, die zu keinen konkreten Hinweisen führt. Vielfach wird vermutet, dass es sich bei dem Täter um einen Soldaten handeln könnte. Entweder aus Korea, aufgrund der DNA-Analyse, die besagt, der Vater des Täters stamme eventuell aus Korea, oder aus Amerika, aufgrund des Sandes in der Gürteltasche. Was gegen diese Theorie spricht, ist, dass von Soldaten in der Regel Fingerabdrücke vorliegen, die beim Abgleich gefunden worden sein müssten. In einem Buch über den Fall vertritt auch der Autor Fumiya Ichihashi die Theorie des koreanischen Soldaten. Ein Ermittler hält Ishihashis Theorie für Nonsens. Er sagt, wenn es so gewesen wäre, wäre der Täter bereits gefasst worden. Eine Frau, die etwa zur vermuteten Tatzeit am Soshigaya Park vorbeifährt, sagt später aus, ihr sei ein Mann vors Auto gelaufen, der aus Richtung des Hauses der Miyazawas kam. Er hätte dem Auto gerade noch ausweichen können. Könnte der Mann der Täter gewesen sein? Wenn ja, müsste der Vorfall aber bereits vor seinem Einbruch bei der Familie geschehen sein, da er ja das Haus frühestens gegen etwa 1.30 Uhr verlassen hat. Hat der Täter das Haus von der Vorderseite aus beobachtet, festgestellt, dass im Erdgeschoss noch Licht brennt, sprich, dass Mikio alleine unten arbeitet, und ist dann schnell losgerannt, um seine Tat umzusetzen, solange Mikio noch unten ist? Er hätte zuerst zur Straße und durch den Eingang in den Park gehen müssen, da dieser eingezäunt ist. An der Stelle ist auf der Hauptstraße auch kein Bürgersteig, was sein vors Auto laufen erklären könnte. Außerdem gibt es noch eine Aussage eines Taxifahrers, der behauptet, er habe am Tatabend 3 Männer transportiert, von denen einer blutbefleckte Kleidung anhatte. Falls dies der Täter war, könnten die Blutflecken höchstens von seiner eigenen Handverletzung verursacht worden sein, da er ja seine eigene blutverschmierte Kleidung am Tatort zurückgelassen hat. Auch passt diese Angabe zeitlich nicht ganz. Der Taxifahrer sagt gegen Mitternacht, aber um 1.18 Uhr war der Täter ja noch am Computer der Miyazawas. Wie man auf dem Bild gut sieht, ist das Haus der Miyazawas mittlerweile das einzige, das noch im Soshigaya Park steht, wobei man deutlich eine blaue Ummantelung des Hauses erkennt, die auf einem Bild aus dem Jahr 2020 noch nicht zu sehen ist. Das liegt daran, dass die Polizei es abreißen lassen möchte, da sie der Meinung ist, alle Beweismittel aus dem Haus wären gesichert. Jaskos Schwester Ann versucht, den geplanten Abriss zu verhindern, da sie denkt, es können immer noch wichtige Hinweise im Haus gefunden werden. Es werden bis heute weiterhin DNA-Proben und Fingerabdrücke mit den im Haus gefundenen verglichen. Es ist also noch möglich, gerade bei der ständigen Weiterentwicklung der DNA-Testmethoden, dass ein Verantwortlicher gefunden wird, was auch der sehnlichste Wunsch der mittlerweile 89-jährigen Setsuko Miyazawa ist. Noch immer arbeiten 35 Ermittler an dem Fall. Durch die Morde an den Miyazawas wird in Japan die Verjährungsfrist von 15 Jahren für Mord auf 30 Jahre geändert. Falls also innerhalb der nächsten 10 Jahre ein Täter gefunden wird, besteht die Möglichkeit, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Falls ihr das Video bis hierher angeschaut habt, solltet ihr spätestens jetzt den Kanal abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Lasst außerdem ein Like da und schreibt gerne eure Ideen und Theorien zu dem Fall unten in die Kommentare. Bis gleich!